bisschen an. Ja, logisch, nicht? aber die Leute, die unsere Staffeln schon ein bisschen länger gucken, oh, das ist cool, das noch hier, kennen das eigentlich schon. Und zwar haben wir wieder Custom Organ drin. Das heißt, die Erze werden wieder in Adern. Wo ist mein Grab? Ich habe hier ein Grab gesehen. Oh, das könnte hier ist eins. Sein. Genau. Das ist der Dosch und meins ist weiter hinten. Also irgendwie ist die Nacht hier gerade ein bisschen gefährlich, könnte sein. Wie kommst du da rauf? Oh, ein bisschen. Da müssen wir uns einmal gegenseitig hier ein bisschen unterstützen. Ein bisschen Ping-Pong mit den Monstern spielen. Ja, das sind nur so viele Monster. Was zum Teufel ist das da unten? Skelett mag mich. Oh, da ist ein Applied Logistics-Dings. Oh, Olli wurde von Excel gecrasht. Sieht es denn aus so mit Nahrung und sowas? Ich hab schon mal so ein... Wollt ihr suchen? Ich hab schon mal so ein paar Bärenbüsche aufgestellt, aber das wird nicht für lange halten. Aber... PvP ist an, ne? Ja, weiß. PvP ist an. Wurde zerquetscht. Erste Glowstone, Leute. Wo hast du denn den hier? Witch gekloppt. Ah, okay. Weißt du was? Ich hab eine Idee. Geh mal zu deinen Freunden. Hat jemand Holz? Ja, Holz hätte ich. Liegt im Grab. Dann gib mir mal bitte. Oder ich wurde zerquetscht. Construct an. Ja. Wie lange sind noch nach? Oh. Schon wieder so viele Monster hier. Noch lange. Alle meine Deckungen. Ich frag mich ja, wie lange dieses Erfrieren noch anhält. Ui. Ist die Sonne rauskommt. Genau. Oh Gott. Und ist tagsüber im kalten Biom ein Problem. Im Gegenzug dazu, du kannst durch die Wüste gehen, das ist andersrum. Da stirbst du durch Hitze? Ja. Ja, Heatstroke. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, wo ihr den Kälte-Buff sehen könnt. Das ist diese Temperaturanzeige. Du wirst ihn noch nicht haben, und zwar hast du links unten zwei Anzeigen. Das obere ist deine Körpertemperatur, die steht momentan bei mir bei 36, 75 Grad Celsius. Dann hast du zwei kleine schwarze Punkte, die anzeigen, in welche Richtung deine Körpertemperatur geht. Wenn sie zu niedrig ist, wirst du kältegefrostet quasi. Wenn sie zu hoch geht... Gibt es eigentlich irgendwo ein Loch, wo man hier reinlaufen kann? Hier! Wo ich stehe. Ja, dann komm. Dann alles... Ja, du sollst nicht reinspringen. Nein. Ich nicht reinspringen. Nicht mal, wo mein Grabstein ist. Ja, das werden wir dann danach, nach der Nacht, glaube ich, wieder aussortieren müssen. Die ganzen Gräber. Das, was drunter ist, ist dein Hydrationslevel. Das heißt, du musst jetzt regelmäßig trinken. Da werden wir aber speziell nochmal drauf eingehen. Wenn der hier noch ein bisschen fröhliches Zombie kommt. Lass die doch machen. Da drin. In dem Loch können sie nichts machen. Also das heißt, es sind jetzt noch eine andere Frage. Es sind jetzt alle Blöcke von der Dingens betroffen, ja? Von der Schwerkraft. Unterschiedlich stark. Und zwar, du kennst es ja von Sand und Gravel. Was noch betroffen ist, ist Erde und noch ein paar andere Blöcke sind betroffen. Also du musst beim Bauen ein bisschen mehr aufpassen wie bisher. Ist aber nicht so dramatisch, man sollte sich halt bloß nicht unbedingt darunter stellen. Komm, du gehst auch ins Loch. Komm, geh ins Loch. Au! So, der wäre auch weg. Ah, guck mal, Max, wer da gerade gekommen ist. Kennst du die gute Dame? Ja! Ui! Aha! Ich bin auch nicht ganz so unschuldig, dass er heute da ist. Okay, gut. Ach, Mist, jetzt habe ich mich ablenken lassen, Mensch. Ja. Ja, ja. Ja, so kommt's. Wie kommt das Scheißvieh in den Spawn? Ja, reingelaufen hätte ich gesagt. Und runter mit dir. Komm. Au. Aua. Ich mache ja erstmal so gerade um die Insel. Hier soll also, die Physik stimmt hinten und vorne nicht. Wieso? Und tot. Was stimmt denn nicht? Alles. Alles. Okay, alles ist eine schöne generalisierte Aussage. Okay, wir fangen damit an, was bei der Physik stimmt. Nichts. Genau, haben wir wenigstens schon mal einen Punkt. Genau. Oh, Entschuldigung, Dorsch. Ja. Weil das war hier gerade alles dezent nicht mehr logisch. Da ist noch einer. Und schon wieder nicht. Die Blöcke fallen ja auch komischerweise immer einen nach vorne und nicht nach unten. Dann ist es der Wasserdruck. Wir rutschen vielleicht. Es wird Tag. Wenn da Sand das zum Beispiel ist, der drückt das Wasser drückt den Sand weg. Kaputt? Boah, der kriegt ja gar nichts ab. Diese Cloud-Blöcke sind unglaublich nervig im Spawn, wenn man irgend so ein Viech töten will.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo der Sand gerade nachgerutscht ist, aber okay, der hat mich auch vorhin erschlagen. Der will mich. Also der Sand rutscht von oben nach unten und wenn er auf eine, nennen wir es mal Minecraft-Schräge trifft, dann kann es durchaus passieren, dass er auch weiter rutscht nach unten. Und wir da haben es geschafft. Soll mal jemand sagen, 3-1 ist unfair. Ich fand das gerade voll fair. Bei den Kollegen hier ist das, glaube ich, mehr wie fair. Ja. Boah, hey. So, ist das mein Grabstein? Also der hier in der Luft ist meiner. Dosch? Wer hat Holz? Genau, bei mir im Stream wurde die Schwerkraft gerade verglichen mit 7 Days to Die. Die ist genauso unlogisch. Okay. Nee, wer hat mein Zeug eingesammelt? Kann sein, dass ich das war. Wir werden das dann gleich nochmal aussortieren, aber wir sollten uns jetzt mal dafür sorgen. Genau, Punkt Nummer A, eine Hütte. Mensch, Punkt Nummer ich kann mir B, selbst Holz holen. Betten, Holz und Gravel. Das sind so, glaube ich, die wichtigeren Sachen, die wir schnellstens brauchen. Ah, ich glaube, jetzt kommt ja dieser Paranoia-Buff von mir. Aber das sollte eigentlich in der Sonne weggehen. Vergiss es. Bei Pflanzen. Blümchen brauche ich da ganz viele. Also ich hoffe, jemand hat mein Holz eingesammelt, weil ich hatte schon irgendwie 12 Stämme, die sind jetzt weg. Also ich stelle jetzt erstmal hier eine Truhe auf. Genau, ich schmeiß dann alles, was ich habe, gerne rein. Was, wir haben schon Magical Crops Zeug? Wo kommt das her? Naja, ich hab die ganze Zeit. Also Lesatur, du bist nicht alleine. Gott. Also was brauchen wir denn? Sand, oder? Sand auf jeden Fall. Dann besorge ich mal Sand und Gravel. Genau. Okay, dieser Paranoia-Buff ist echt nicht ohne. Sand hast du schon? Nee, Sand alles nicht. Alles hier damit. Hilfe, Gravel. Gut, dann hole ich Sand. Genau, Sand. Nur Holz, aber das hat ja keiner von euch. Doch, haben wir. Musst du nur in die Kiste gucken. Wir sind hier gerade dabei. Das ist Physik. Außerdem sehe ich ja gerade noch, ich habe noch einen falschen Modus eingeschaltet. Warte. Ja. Nein, hatte ich eben gerade nämlich auch schon. Oh. Jetzt? Ja, weißt du wieso? Keine Ahnung. Ganz einfach. Nicht da. Okay. Und jetzt da. Ich habe hier den Schutzbalken weggemacht. Und hier. Hat keine Schütze mehr. Ja. Also. Mal ja, mal nein. Gut. Habe ich so verstanden. Mal funktioniert sie, mal nicht. Alter, ich denke ja. Ich... Hallo? Guten Tag. Hallo? Hallo. Ich glaube, das war gerade bei Max. Redstone ist schon ganz gut. So, alles da rein. Dann Holz und Sand. Da läuft noch ein Zombie, der kann weiter da laufen. Also Baker, ich glaube, das mit diesem Paranoia-Buff, dass deine Sonne weggeht, irgendwie klappt das nicht so gut. Du musst in der Nähe von Blümchen stehen und sie anschauen. Dann geht er schnell weg. Okay, Blümchen. Wenn es Insanity ist. Wahrscheinlich ja. Es ist auch ein bisschen schwieriger, länger unter der Erde zu bleiben. Da gibt es aber einen kleinen Trick. Und zwar braucht ihr eigentlich nur ein Büschchen mitnehmen. Also zum Beispiel von einem Baum euch ein paar Blätter mitnehmen. Dann habt ihr gute Luft. Also das sind momentan nur alles Settings, die wir mal, ja, sagen wir mal so, eingebaut haben. Und mal gucken, ob sie auch wirklich was taugen. Kann durchaus passieren, dass es einfach nur dämlich wird. Wir wissen es noch nicht so genau. Der Mod ist relativ frisch bei uns drin, den haben wir noch nicht dran getestet. Zwei Achsen, die lege ich in die Kiste hier. Äxte. Ich warte erstmal auf meinen Tod. Ich warte jetzt darauf, dass ich einen totalen Anfall bekomme. Du bleibst da, wo du bist. Da muss ich hin. Also irgendwie klappt das mit dem Boom so gut. Die Sandzeige ist aber auch bei 0%. Oder liegt das daran, dass ich nur noch ein Herz habe? Das kann ja, das liegt daran. Du hast Todesangst. Habe ich dann auch gleich, oder? Was mit einem Herz ja verständlich ist. Ja. Alter, jetzt habe ich gerade einen Wisser gehört. Ich habe mir fast in die Hose geschissen. Ich wollte dir helfen jetzt. So, bitteschön. Ja. Kannst du mit mir gleich auch mal machen. Lieben gern. Bis du einen Ender-Dragon hörst. Hinter dir. Haben wir jetzt lustig. Ich habe noch zwei Herzen. Zwei Stacks Sand reichen jetzt erstmal. Gut, ich bin doch schon dreimal tot. Ja. So, dann... Oh. Mini-Zombie auf Hühnchen. Nimm dir eine Axt und mach's platt. Ach, das geht ja mit der Hand hier. Ich geh mal die Wasserflaschen wieder auffüllen. Komm her. Aua. Hier ist noch einer gestorben, das war... Zwei Spitzhacken. Ja, so, wer möchte unter Sand, unter Erde gehen? Ja, normalerweise würde ich sagen, ich. So, Sand ist in der Kiste.
gespürt. Hat man gerade wieder die Wasserflaschen aufgefüllt, also wer will? Ah, Wasserflaschen auffüllen, das ist gut. Guter Hinweis. Weil das geht ja noch normal, oder? Ja, verbrauchst auch keine Water-Source. Was ist eigentlich diese pinke Bar da neben den Items? Angst. Angst. Also habe ich jetzt 99,83% Angst. Nein. Und Nein. Nee, das ist gut. Ja, das Gegenstück davon. Okay. So, ich brauche wieder Blümchen oder was zu essen. Ich gehe Bäume fällen. Okay. Also gut, dann hauen wir uns mal roten Flash rein, weil irgendwas muss man jetzt zwischen die Kiemen kriegen. Ach, Baker? Ja. Kurze Info, ich werde wahrscheinlich heute nicht so lange dabei sein. Ich schätze mal, dass ich um halb ziemlich langsam verpiesel, weil ich muss noch für die Schule lernen. Alles klar. Nö, ist doch kein Thema. Mhm. Muss also die sein. Schaufel jetzt mainmäßig für Gravel oder was? Gravel, Hallo? Sand, ja. Also Sand habe ich schon 2 Stacks geholt. Wird zwar nicht reichen, aber jetzt hacke ich erstmal Bäume hier mit Dosch. Jo. Oh nein. Bleib, wo du bist. So, dann haben wir hier noch eine Pickaxe. So, gut. Dann kann man hier mal. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir im Stream ist, aber bei mir steht jetzt schon eine halbe Stunde Stream und die totale Verwirrung. Ja, ist doch schön. Ja, nee, aber ich meine, ich muss das ja auch irgendwo präsentieren und bei mir macht sich auch alleine durch die Schwerkraft eine absolute Verwirrung breit, weil die total unlogisch ist. Unlogisch, okay. Unlogisch. Oh. Weil mal fällt's und mal hält's. Ja, ich glaube, teilweise ist es aber auch noch ein bisschen sehr am Lecken. Den Block musste einmal, dass der die Berechnung neu macht, sozusagen. Genau. Also das funktioniert automatisch richtig. Genau, es fällt automatisch richtig, wenn du etwas baust, aber bei dem, was jetzt hier schon stand, kann es dir passieren, dass es nicht automatisch richtig fällt. Nee, eben gerade, das war ja der Fall. Ich habe was gebaut und es blieb erst stehen, so eine halbe Stunde lang und dann irgendwie fiel es unlogisch zusammen und dann war es ganz weg. Okay, das müssen wir dann wohl nochmal eruieren, wo dann das alles liegen mag. Keine Ahnung. Gehen wir mal eine Runde baden. Ich weiß echt nicht, was ich erwartet habe. Und die Tiere fangen an zu kacken. Ja. Die Tiere fangen das Kacken an, ja? Ihr habt genau richtig erkannt. Trivolo, willst du mir das ein Kacke in die Fresse? So, da haben wir Kohle. Was bedeutet die... Was... Unter dem Durst habe ich eine Anzeige? Unterm Durst? Nee. Unterm Durst nicht. Nein. Yes. Über dem Durst vielleicht. Vielleicht sehen Sie es verkehrt rum. Das eine ist nämlich ein Thermometer. Das Thermometer zeigt deine Körpertemperatur an. Nee, das wurde hier gerade bei mir geschrieben. Oder meint... Ach, oder meinst du die Luftblasen? Ich bin gerade unter Wasser. Ach doch, so. Doch, normale Minecraft-Luftblasen. Oder denk natürlich doch mal alternativ könnte es auch der Werkzeugthema noch sein. Bin über keine dir. Ahnung. Ich denke mal, ich kriege gleich irgendwann eine Antwort. Okay. Moment. Ich hoffe es zumindest. Warten. Ich nur die drei Muscheln. Boah. Ja. Also dann könnte die Bäume mehr Schreck einjagen als manches Monster, wenn die auf einmal so zusammenklappen. Oh ja, das ist echt lustig. Ja komm, wenn du in echt den untersten Teil eines Baums fällst, was passiert mit dem Rest, ha? Ja, wenn ich das könnte. Also das mit dem Baum, das ist auf jeden Fall aus 7 Days to Die und zwar aus den richtig schlechten Alpha-Anfangsversionen geklaut. Okay. Weil so fielen sie da auch zusammen. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Hat einer Gott. Holz? Ja, ich hab 27. Nee, aber ich hab jetzt ich hier bitte. Jede Menge Gravel-Zeugs gedöst. Gravel ist gut. Und ich habe Kohle. Kein Platz mehr in der Kiste. Weißt du, was ich hab? Ich mach eine Fackel. Der Baseball mit dem Auge drauf. Mir friert. Ach so, genau, das ist Angst. Hast du noch Holz? Ich baue 2 Kisten. Das ist Angst. Und Trivolo hat niemals Angst. Ach, mein Püppchen vielleicht. Aber das war was. Oder so. Können wir auch so machen. Was liegt denn unten schon wieder alles? Lass es liegen. Das Geräusch war doch unangenehm. Ich hab gerade nochmal eine Doppeltruhe gemacht.
Ach, du auch. Ja, perfekt. Kohle, Salz. So, ich komme auch mit fetter Beute heim. Sehr schön, fette Beute klingt immer gut. Redstone, wo habe ich den Redstone bitte schön her? Keine Ahnung. Nicht hinterfragen, einfach akzeptieren. Ich nehme es einfach mal Krevel. So. Ich glaube, wir sollten Krevel. Mal ein paar Bollwerke aufbauen, wenn es wieder dunkel wird jetzt gleich. Oh Scheiße, das stimmt schon wieder ein Creeper. Wir können kämpfen. Ich habe eine Spitzhacke, da kann man auch kämpfen. Ich habe Kacke. Ja, kannst du eine Kacke bewerfen. Juhu. Ich nehme eine Pickaxe. Jetzt sag mir nicht, das geht wirklich. Wann sollte man denn eigentlich anfangen, was zu trinken? So bei wie viel Prozent? Bei der Hälfte, würde ich sagen. Also okay. Jede Wasserflasche, und da musst du Obacht geben, die Wasserflaschen gibt es jetzt auch in drei Varianten. Und zwar, jede Wasserflasche gibt, ich glaube, 20 oder 25 Prozent. 20 müsste es sein. 20, ja. So, Holz. Max, komm rüber. Ja. Komm her. Ist unendliches Wasser an oder aus? Hinter dir. Tribolo? Ja. Und genauso sind auch Pam, die Drinks, geben dir auch Wasser. Genauso wie die von Greg. Oh, Hilfe. Wenn also du die Getränke mal, trinkst. Okay, ich check's eh nicht, aber. Hochsitz aus Dreck bauen oder so. Fall doch nur zusammen. Putze, du spielst. Oh je. Das wird's witzig. Das Skelett hat mich getötet. Au, mich auch. Nicht nur dich. Meine von der Axt. Du, ich warte hier bis die Nacht vorbei ist. Soll man erstmal so eine Schutzwand aufrichten, oder? Ich glaube, ich baue hier einfach mal so ein kleines Kackgebäude gerade. Mit Tür bitte. Weiß nicht, ob das Holz reicht. Aber ich nehme für dich natürlich das schönste Holz. Was sich auch immer wieder an dich erinnert. Da liegt auch noch Zeugs rum. Da war Baker gerade dran. Nee, Butze. Ja, sie hat sich auf E. Krieg das Holz wieder. Und. Bibolo? So. Ja. Hast du alles? Als letztes noch kannst du. Oder warte mal. Leder und eine Wasserflasche. Einen nee, hier ist noch drin, ist gut. Da passen vier Wasserflaschen rein und der füllt automatisch. Genau, und du darfst nicht vergessen, natürlich den Wassersack ab und zu mal nachzufüllen. Aha. Kommt auch noch dazu. Ich check's nicht. Aber das, ist nicht so schlimm, das kriegt man ganz schnell. Ich schätze mal, hier in die Tore kommt ein Pferd vorne rein. Derbe Probleme zu dem Server. 21, 22, 23, 24. Ja, ist aber auch nicht bei dir gerade. Jetzt ist die Kiste auf. Oh, oh. So, du kommst da nicht hoch. Nein, der kommt nicht hoch. Jetzt dicht. Das ist so kacke. Wir hatten auch übrigens noch ein bisschen Cobblestone schon da. Von wegen, der kommt nicht hoch. Er versucht's. Der war gerade hier oben und hat den Max runtergeknüppelt. Ja. Okay. Das sieht alles ganz gut soweit aus. Boah. Ich habe mir gerade hier so alles Essbares hier in die Truhe getan. Davon brauche ich jetzt was. Ja, Essen wird auch wieder so ein Problem werden. Bei Essen ist es übrigens auch wichtig, dass man abwechslungsreich isst. Oh. Da werdet ihr auch noch mit der Zeit dahinter kommen. Ja, hör mir bloß auf. Oh, hast du schon die Serverliste geguckt? Hm? Autsch. Habe ich gerade deine Items aufgenommen? Keine Ahnung. Habe eh nichts gehabt. Ein Angry? Ich habe alles in die Kiste. Hoi. Oh, tschüss. Kann man die Kacke essen? Nein. Also ich habe schon... Mit der kann man düngen. Ich habe ja schon bei Aquarians... Geist schon Maden gefressen, aber Kacke fressen, das ist selbst für mich zu widerlich. Geht ein bisschen zu weit, ja. Nero, guck mal. Links unter der Kiste noch ein Stack Grout. Eine schmilzt gerade durch. Ein